Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Vorschau Nummer 3 von Legends of Keepers in einem vorgestellt. Und zwar waren wir in Woche 4. Wir haben Monster trainiert, gehen jetzt Woche für Woche voran. Letztes Mal haben wir es mit Blut gemacht. Jetzt stehen hier die Steuereintreiber vor der Tür und ein Ereignis. Da gucken wir gleich nach dem Intro weiter und dann geht's in der nächsten Woche hier ins Abenteuer. Dann schauen wir mal, wie es dann wird. Wir haben ja gelevelt. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Das ist der Steuereintreiber. Er steht vor der Tür. Zum Glück trinken sie Blut. Und hier ist Ereignis. Kümmere dich um Probleme im Büro, um den alltäglichen Verwaltungswahnsinn. Das hatten wir eben auch schon. Also, aber ich kann es anklicken. Arbeitsunfall. Ein Lehrling hat aus Versehen einen glühenden heißen Blutlatte auf dich geschüttet. Autsch, 120 Schaden erlitten. Schlagen, plus 15. Beleidigen, plus 15. Ach, okay, da muss ich jetzt überlegen, was ich mit dem Typen tue. Ja, beleidigen. Ach so, dann kriegt man hier was dazu. Das war also was Positives. Okay. Jo, dann schauen wir mal, ne? Wähle eine Aufgabe. Ja, Abenteuer, es gibt keine andere Aufgabe. Eishöhle, normal, Schwierigkeit, 2 Schwerter, Katastrophe steht nicht an, Ruhezimmer steht auch nicht an, Belohnung, Monster und Geld 85 bis 125. Dann legen wir mal los. Vorbereitungsphase. Da stehen sie in der Kälte. So, ihn haben wir gelevelt. Und der kommt erstmal an Position 1. Dann haben wir ihm oder hatten wir ihm? Ne, ihm hatten wir hier noch Punkte dazu gemacht. Der war vorne oder hinten. 40 Körperschaden. Ne, dann mache ich den nicht dahin, sondern mache ihn dahin. Der kann in allen Bereichen arbeiten so. Und er kommt dorthin. Tristan. Oh, der wäre auch in der Mitte möglich gewesen. 40 Moral, wenn er moralisieren anhält, neben dem Ziel für den 30% Moral, der den Ziel gezogen wird. Okay, aber ich würde jetzt hier erstmal taktisch angreifen wollen. Gut, das ist Runde 1. Runde 2. So, da müssen wir gucken, was wir da machen. Moral, Versammlungshorn. Moral, wenn jetzt nicht aufgebracht auf die nächste Monstergruppe an. Na, da tun wir einen Buff machen für einen versuchten Schaden. Hier geht's mit der Moral weiter und hier 10 Leben beim nächsten Zug. Das geht ja auf alle immer, ne? Verursacht Schaden und Moralverlust um 30 Mal erhöht. Ich probiere das mal. Nee. Weitere Fallen gehen ja nicht, ne, oder? Ne, ich kann nur einer setzen hier. Gut, bestätigen wir das. Dann haben wir hier nochmal die zweite Runde. Die beiden sind hinten am Kämpfen, er ist vorne am Kämpfen. Also vorne bleibt, hinten. Und hinten Eisschaden. Und er bleibt dann in der Mitte. Ist halt so. Gut, bestätigen. Knochenkatapult oder Kreissäge? Hier machen wir das Knochenkatapult hin. Bestätigen wir. Und dann kommt der Chef. Schauen wir mal, ne? So, da kommen sie. Und da gibt es einen Buff. Okay. Goblin-Trick, 40 Körperschaden oder vergifteter Dolch, 40 Naturschaden. Das wäre hinten, das wäre vorne. Ich glaube, hinten ist schon mal besser. Ja. Okay, Runde 1. Da gibt es einen Feuerschaden, okay. Macht ganz schön Power. Das ist unser... Hinten oder alle Bereiche. Ich mache den. Okay. Er hat jetzt den Spalter. Vorne oder 18 Moral. Ne, dann mache ich den Spalter vorne. Und dann ist unser First
Level hält gleich schon kaputt, ne? Ja, da hinten müssen wir nochmal hin, damit er tot ist. Oh, das kann es nicht sein, oder? Hat's doch jetzt erwischt. So. Giftpfeil hinten oder Naturschaden auf alle? Okay. Na, ja, das war's dann wohl. Lebt aber noch. Hinten oder vorne? Vorne. Okay, hat geklappt. Das ist ja super. Und ja, das wäre ja hinten dann, ne? Das war ein ordentlicher Schaden. Okay, und dann haben wir noch einen Goblin mit 40, 48. Komm, das machen wir nochmal. Und beim nächsten Zug gibt es noch den Schaden dazu, oder? Ah, shit. Aber er überlebt das Ganze. Und damit ist die Sache eigentlich durch, oder? Schon in dieser Runde geschlagen, oder? Das waren schwache Helden. Du hast den Schatz erfolgreich verteidigt. Wir kriegen 120 Points. 13 getötete Helden. Und dann können wir noch einen aussuchen hier. Das ist ein Skelettkultist. Trismegiste. 60 Lebensdauer, 5 Moral, 40 Kraft, 100 Schnelligkeit ist das, war das, glaube ich, das doppelte Pfeil. 100 Schaden, Schweinemensch. 60 Moral, 50 Kraft und 20 Schnelligkeit. Und hier haben wir 60. Also der letzte und der erste sind ja irgendwo identisch, ne? Also hier ist Kraft 40, da ist Kraft 100. Das wären die Werte. Jetzt ist Feuer 35, 25. Okay, er kann nichts ab hier. Okay, der hat das mehr oben liegen, der hat das mehr unten liegen. Luft und Natur kann er ab, Skelettwissenschaftler. Das macht er dann 18 Naturschaden, wenn er Gift 2 an, 10 Naturschaden. Oder vorne Luftschaden und 30 Moral. Jetzt haben wir hier vorne 12 Eisschaden und 32 Moral, wenn er Müdigkeit an. Verursacht Schaden um 20%, maximal 50%. 8 Feuerschaden und 8 Moral, verdoppelt den Moralverlust, wenn das Ziel von mindestens 2 Beeinträchtigungen betroffen ist. Und hier haben wir 30 Luftschaden und 30 Moral, Kopfgeld 5 an. Okay. Der haut immer vorne drauf. Da geht die Rüstung auch bei drauf, das ist nicht schlecht. 38 Körperschaden, Chance von 50 von gelähmt anzuwenden. Nächster Zug wird übersprungen, keine Aktion möglich. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen ihn als Frontkämpfer, oder was hat er, 100? Komm, zack, bestätigen. Gut, Motivation. Ist runtergegangen, oder wie sehe ich das? Ach, weil sie gestorben sind, ne? Ist klar. Okay, dann haben wir wieder eine Aufgabe. Training, Händler oder Ereignis? Kaufe diesen skrupellosen Händler Monster und Fallen ab. Wie viel Kohle haben wir? 207. Oder trainieren. Trainieren ist aber auch noch in der nächsten Runde. Dann machen wir mal den Händler. Goblin-Trommler. Gibt's noch mehr? Nee, ne? Nee. Ach so, ich kann eine Auswahl erneuern für 20 Gold. Aha, das heißt, ich kann jetzt hier nur tatsächlich 3 von diesen Typen kriegen, ne? Giftwolke. 10 Naturschaden. 10 Naturschaden beim nächsten Zug. Das ist jetzt eine Falle, ne? Kostet aber Schweinemoos mit 105. Und hier kriege ich eine Kreatur dazu, oder? 75, der hat 100, der hat 60. Der hat natürlich tolle Moral. Ist total lahmarschig. Feuerschaden 40. Luftschaden 18, wendet aufgebracht auf alle Monster der Gruppe an.
Okay. Also das mit dem Brennen 2 finde ich natürlich auch cool, ne? Ich nehme den mal. Kaufe ich. Aber ich könnte noch einen kaufen, so ist es. Ach, die Giftwolke nehme ich doch mal jetzt noch mit, oder? Dann ist die Kohle auch weg, ne? So, verlassen. Händler sind wir durch, nächste Woche. Was steht das aus? Und zahle Gold, um deine aktiven Monster zu wenig Ressourcen. Okay, ich kann da nichts machen, weil ich keine Kohle habe. Da hätte ich natürlich drüber nachdenken müssen, ne? Goldthor, der Zerstörer. Hättest du einen Moment Zeit, um mit unseren Herren und Peiniger Goldthor, dem Zerstörer, zu reden? Ja, Moral plus 1 ist ja nicht schlecht, oder? Alchemist oder Ereignis? Oder Blut oder Tränen? Ja, weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wofür ich es brauche und ich habe erstmal was davon. Deswegen machen wir erstmal nochmal ein Ereignis. Frisches Talent. Ein Headhunter ist gekommen, um dir ein vielversprechendes Monster anzupreisen. Möchtest du es rekrutieren? Kostet mich 200 Chips, habe ich nicht. Also erledigt. Du's Haag war das. Gott ablehnen. Neue Woche. Händler, keine Kohle, Raubzug oder Ereignis? Plündern wir doch mal einen Ort, das kennen wir noch nicht. Ich könnte Nekromantenzuflucht oder abgelegener Bauernhof oder Hinterwäldlerdorf. 73 bis 105. Okay, da will schon keiner hin, oder wie sehe ich das? Aber das hier ist 5%, ne? Ein Freiwilliger 3 Wochen. Plündern wir das doch, oder? Deine Freiwilligen haben alle Zwiebeln von diesem Bauern gestohlen. Die Suppe des Bauern wird schrecklich fade schmecken. Wie grausam. Sie sind unversehrt zurückgekehrt. 65 Taler dabei gekriegt. Das ist ja schon mal was, oder? Gut, Abenteurer oder Veteran? Abenteurer oder Veteran? Abenteurer haben wir eben geschlagen, ne? Also, man kriegt gleich beides angezeigt. Veteranen sind natürlich schwierig mit 4. Belohnung ist eine Falle oder ein Monster. Geld gibt es natürlich da mehr. Ich glaube, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir. Ich glaube, wir machen nochmal Abenteurer. Ja. Gut, dann schauen wir mal nochmal einmal, dass wir dieses Set aufbauen. So, ich würde ihn jetzt mal gerne ausprobieren auf Level 1. Der ist ja Nahkämpfer, Frontkämpfer. Den haben wir hier, Tristan. Warte mal, er hier hatte diesen Bereich für alle. Der war schon ganz cool. Den nehmen wir mal. Jetzt nur die Frage, er hier. Ach shit, ich hätte den mal nicht nach. Ja, ich hätte den, aber hinten und Mitte kann der angreifen, okay. Raumrock. Komm, wir machen das mal so. Nächsten. Jetzt müssen wir eine Falle machen. Da wollen wir mal den Naturschaden ausprobieren. Hier platzieren wir deine Monster wieder. Undobus. Er hat einen Hunderter hier. Den wollten wir ausprobieren. Er hier ist. Kommt er in die Mitte oder? Den machen wir in die Mitte und den machen wir nach hinten. Bestätigen. Hier gibt es nochmal eine neue Falle. Jetzt hier nehmen wir den nächsten Zug. Den nehmen wir die Säge nochmal. Die hatten wir eben schon nicht im Einsatz. Mal schauen, was das wird. Gut, schauen wir mal. Da sind die 3 Abenteurer. Okay.
Alle haben schon mal Schaden gekriegt. Das ist ja schon mal super gelaufen. So. Wer ist denn derjenige, der da jetzt angreift? Naturschaden. Zack. Das ist der Pfeil und Bogen. Macht ja Sinn, auf alle erstmal Naturschaden drauf zu machen. Da gibt's einen zurück. Okay. Das ist ein Zauberer. Und der hat ordentlich Power, ne? So. 48 Feuerschaden und dann geht da ordentlich was. Spalter vorne. Ja, Spalter vorne. Das hat nicht so viel, glaub, gebracht, ne? Kann das sein? Keine Ahnung, was er da schon wieder gepfiffen hat. Sah auf jeden Fall nicht so gut aus. Giftpfeil seinen Naturschaden wenden nach hinten. Oder alle. Ne, wir machen mal hinten. Okay. Vorne ist schon kaputt, schade. Aber der Skelettjäger war jetzt nicht so der Bringer. Spalter. Zack. Aber das war jetzt auch nicht so der Bringer hier. Der hat 100, 270 Schaden gehabt. Okay, hinten der kippt schon um, oder? Er hat noch zwei. 65 hinten. Oder alle. Machen wir alle lieber. Okay. Skelett ist gar weg. Und jetzt ist er da hinten auch weg, weil der hatte nur noch zwei Punkte. Gut. Da haben sie alle einen Buff gekriegt jetzt. Okay. Kommt die Kreissäge, oder? Ah ne, jetzt kommt noch was mit Zauber. Brennende Peitsche. Vorne 60. Verursacht Schaden und Moralfass um 30 erhöht. Aufgebracht auf die nächste Gruppe. Okay. 24 Mal wendet Entsetzen an. Durch Angriff und Fallen erlittene Moralfass um 50%. Verursacht Schaden und Moralfass um 30% erhöht. Ich glaube, das steigern wir jetzt bei allen. Und dann gibt's das hier. Verbessert, ne? Sehr schön. Sind das Ratten oder was sind das, die da unten sind? Ich glaube schon, ne? So, jetzt ein Feuerball oder Furcht vor den Toten. Feuerball nach hinten ist natürlich der Hammer. Mach das mal. Ich dachte, der wäre jetzt weg gewesen, ne? Die beiden mögen sich wohl nicht. So, hier gibt es einen Eisblock mit 65 Schaden hinten oder 20 Eisschaden für alle. Ich nehme mal für alle, weil ich glaube, der erste könnte dann weg. Ach nee, der hat ja so viel Power gehabt. 270, ach, jetzt nur 215. Okay. Aber sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Vorne 49 Körperschaden gelähmt. Ja, komm, dann ist er weg, oder? Ja, haben wir es geschafft. Dann haben wir hier einen Feuerball hinten oder Bereich, demoralisieren. Ne, ich mache den Feuerball hinten, weil ich glaube, dann haben wir den vom Tisch. Genau so ist es. So, jetzt ist er nochmal mit seiner Flöte dran. Ich glaube, davon schafft er keinen einzigen dann mehr. Weil wir müssen ja jetzt den Angriff haben, ne? Ja, das war's. Okay, ich glaube, in der nächsten Runde können wir darüber nachdenken, dann nicht mehr Abenteurer zu nehmen, sondern Veteran. Knochenkatapult haben wir doch schon, ne? Ofen. Und den haben wir noch nicht. Und Giftpflanze. 20 wenn es schwach gegen Natur. 5% des maximalen Lebens als Feuerschaden pro Runde. Ich glaube, das hier, das hört sich gut an, der Ofen. 15, das ist zwar hier 5 mehr, aber hier haben wir, glaube ich, auf Dauer mehr. Wir haben 149 Geld gekriegt sozusagen und 14 für die Hellentötung, okay. So, Moral bei Gromok runter, bei Spenoid runter und Besna auch, weil ne, diese Herrschaften sind natürlich die Helden. Weil tot. Gut,
Dann würde ich sagen, wir sind in Woche 11, haben den Kampf gerade durch, Zeit ist rum. Ich sag mal, nächstes Mal machen wir dann in Woche 11 weiter. Ich bedanke mich erstmal. Warte mal, hier ist noch ein Ausrufezeichen angestellt. 9 von 12 fallen, 5 von 6. Ich gehe mal gerade noch hier reingucken. Aber hier sehe ich das Ausrufezeichen nicht, ne? Raum tauschen, Vorrat. Ach so, da sind noch Positionen, die man dann da hin und her machen kann, ne? Ach, dann kann ich in der ersten... Ah, alles klar, jetzt verstehe ich schon mal wieder was. Aber das können wir erstmal so lassen, oder? Nee, den machen wir mal hier hin. Raum tauschen. Ja. Und den machen wir auch mal dahin und den machen wir mal dahin. Also. Muss ich das so machen? Und Raum 1. So sieht es besser aus, oder? Ich glaube, ich lasse das mal so. Obwohl, das ist ein... Das ist ein Nahkämpfer? Ne, das passt schon so. Lass mal so. Mal probieren wir nächstes Mal so. Okay, da haben wir das erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.